wie die alliierten Nationen den Frieden begrüßten, nachdem Präsident Truman die historische Mitteilung von der Kapitulation Japans gemacht hatte und die Berichterstatter mit der Sensationsnachricht davonstürzten, drängt sich eine jubelnde Menge vor dem Weißen Haus in Washington. Dies ist Chicago, aber so sieht es heute überall in Amerika aus. San Francisco, das Tor nach dem fernen Osten, jubiliert. Kein Truppentransport mehr wird zur Front gehen. Kein Lazarettschiff mehr von dort Verwundete bringen. Das chinesische Viertel hat besonderen Grund mitzufeiern. In Seattle dieselbe Skala von Reaktionen. Von ruhiger Dankbarkeit bis zum Freudentaumel. Ein Straßenumzug mit einem Pferd. Es soll an Hirohitos berühmten Schimmel erinnern. New York weiß, wie man Feste feiert. Aber so wie diesmal hat es noch nie gefeiert. Denn noch nie zuvor hat es einen solchen Anlass gegeben. Wolken von Papierschnitzeln hüllen die Menschenmassen ein. Als spät nachts die Scheinwerfer spielen, finden sie immer noch keine Lücken in der dicht gedrängten Menge. Kanada am Siegestag. Überall das gleiche Panorama der Dankbarkeit, der Erleichterung, der Freude. London, Frontstadt London. Die Waffen sind für immer, die Werkzeuge für eine kurze Pause beiseite gelegt. Mit Fahnen, Freudenfeuern und Musik feiern die Londoner den Tag siegreichen Friedens und die Nacht. In den Strahlen der Scheinwerfer liegt St. Paul, ein ragendes Symbol Britanniens und der Freiheit. Ein glücklicher Zufall machte den ersten Friedenstag auch zum Tage der Parlamentseröffnung durch den König. Hunderttausende ziehen vor den Buckingham Palace, von wo aus das Königspaar die Fahrt nach Westminster beginnt. Andere warten vor dem Parlamentsgebäude. Als erster trifft Lord Halifax ein. Der frühere Lord Kanzler, Lord Simon. Der amerikanische Botschafter Wynand. Mitglieder des Oberhauses. Der Vertreter Saudi-Arabiens. Der belgische Botschafter. Der amerikanische Admiral Stark. Und schließlich der Wagen mit dem Königspaar. Fährt in das Haus der Lords ein, zur Eröffnung des ersten Friedensparlaments. Währenddessen erwartet vor dem Buckingham Palace eine noch größere Menge die Rückkehr des Königspaars. Als der Landauer einfährt, ertönen tosende Hochrufe. Diese unübersehbare Menge ist ein Querschnitt durch die alliierte Welt von heute. Britische Männer und Frauen, mit ihnen viele ihrer amerikanischen Waffenbrüder und Angehörige der anderen alliierten Nationen. Alle rufen nach dem König. Der König und die Königin zeigen sich auf dem Balkon mit den beiden Prinzessinnen. Das ist der Höhepunkt der Londoner Friedensfeier.